Auf dem Hamburger Flughafen musste gestern ein Airbus A318 der französischen Air France eine sogenannte Sicherheitslandung hinlegen. Grund dafür war Rauch im Cockpit. Und das klingt ja ehrlich gesagt schon mal ziemlich beunruhigend, aber so viel können wir vorwegnehmen. Die Passagiere und auch die Besatzung, die sind da alle vernünftig aus dem Flieger rausgekommen. Es ist niemandem etwas passiert. Und man konnte an dem Flugzeug auch keine Brandspuren, keine sichtbaren Beschädigungen feststellen. Das Flugzeug flog dann sogar wenige Stunden später wieder direkt nach Paris. Also warum eigentlich der ganze Stress? Scheinbar war da doch gar kein Feuer und am Ende des Tages ist ja auch niemandem was passiert. Ganz so einfach ist das aber natürlich nicht und deswegen schauen wir uns jetzt mal ein etwas unangenehmes Thema etwas ausführlicher an, und zwar Rauch oder sogar Feuer im Flugzeug. Das kann ziemlich schnell ziemlich böse werden und wir klären mal, warum etwas gesunder Stress in solchen Situation vielleicht durchaus angebracht ist. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und erst einmal ein paar Informationen zum gestrigen Vorfall an sich. Kurz vor 16.45 Uhr, gestern Nachmittag, am Donnerstagnachmittag, wurde die Hamburger Flughafenfeuerwehr darüber informiert, dass gleich ein Airbus A318 der Air France zu einer Sicherheitslandung reinkommt. Übrigens, ganz wichtiges Wort, Sicherheitslandung. Es gibt durchaus einen Unterschied zwischen einer Sicherheitslandung und einer Notlandung. Diese beiden unterschiedlichen Worte beschreiben ja in der ein oder anderen Berichterstattung gerne mal ein und dasselbe und man entscheidet sich schnell mal für das Wort Notlandung, weil es wahrscheinlich etwas interessanter und gefährlicher klingt. Nur, dass wir das mal erwähnt haben, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen einer Sicherheitslandung und einer Notlandung und das da gestern, das war eine Sicherheitslandung. Aber gut, die Feuerwehr war jetzt also da und musste sich darauf vorbereiten, dass an Bord des Airbus A318 nun eventuell ein Feuer brennt. Und Feuer ist meist natürlich kritisch und in einem Flugzeug aufgrund der begrenzten Ausweichmöglichkeiten ist Feuer sogar meist etwas schneller sehr kritisch. Und das weiß die Feuerwehr natürlich. Und damit eine Rettung von nun möglicherweise mehr als 100 Passagieren, im Fall des Air France A318 hier gestern in Hamburg waren es 118 Passagiere an Bord des Fliegers, damit so eine Rettung jetzt nicht aufgrund von fehlendem Personal scheitert, karte man auch direkt alles, was man so finden konnte, zum Hamburger Flughafen. Also man mobilisierte direkt mal 3 komplette Löschzüge und es waren dann wohl knapp unter 100 Beamte am Hamburger Flughafen in Stellung und die warteten darauf, dass der A318 der Air France da jetzt gleich landet. Aber wenn man die Zeit dafür hat, warum denn auch nicht? Dann ist es ja nur richtig so. Der Pilot der Maschine hatte wohl über Funk Rauch im Cockpit gemeldet. Und das Flugzeug landete dann gegen 16.45 Uhr. Die Feuerwehr stand bereit und musste aber nicht eingreifen. Und die Passagiere sowie die Besatzung, die konnten das Flugzeug alle über eine Treppe kontrolliert verlassen. Also dahingehend ist schon mal alles gut gegangen. Und das Flugzeug wurde dann am Hamburger Flughafen in die Technik gebracht. Man untersuchte die Maschine und wenige Stunden nach diesem Vorfall startete das Flugzeug wieder. Das Ganze dann mit etwas Verspätung, aber das Flugzeug flog dann einfach einen ganz normalen Flug mit Passagieren wieder zurück nach Paris. Tja, und heute ist die Maschine wieder ganz normal im Einsatz. Also warum macht man da jetzt so einen riesigen Aufriss, nur weil es ein bisschen schlecht riecht im Cockpit und der Pilot vielleicht ein bisschen Rauch sieht? Weil Rauch muss ja nicht unbedingt gleich Feuer bedeuten. Ja, man sollte aber, wenn man in einem Flugzeug Rauch sieht und das eindeutig nicht der Rauch aus der Klimaanlage ist, dann sollte man davon ausgehen, dass es irgendwo brennt. Denn Feuer kann in einem Flugzeug sehr, sehr gefährlich werden. Wahrscheinlich ist es sogar je nach aktueller Situation das absolut gefährlichste, was überhaupt in einem Flugzeug passieren kann. Damit man im Falle eines Feuers an Bord wenigstens noch eine halbwegs vernünftige Chance hat, gibt es an Bord Handfeuerlöscher, die von der Besatzung im Ernstfall benutzt werden. Und es gibt automatische Feuerlöscher in den Frachträumen sowie automatische Feuerlöscher über den Abfallbehältern in der Toilette. Und selbstverständlich haben auch die Triebwerke eines großen Passagierflugzeuges Löschvorrichtungen. Aber man muss auch dazu sagen, dass ein Triebwerksbrand während des Fluges wahrscheinlich die ungefährlichste Art und Weise von Feuer während des Fluges ist. Versteht mich nicht falsch, Feuer ist immer schlecht, aber es ist halt eben an dem Flugzeug und nicht in dem Flugzeug und das ist ein großer Unterschied. Moderne Triebwerke sind so gebaut, dass ein Feuer, welches unter der Verkleidung des Triebwerkes entsteht, im Idealfall auch unter der Verkleidung des Triebwerkes bleibt. Und es gibt mehrfach ausgeführte Systeme, die in dem Triebwerk auf Temperaturveränderungen reagieren, die auf ein Feuer hindeuten, sodass dann eine entsprechende Warnung im Cockpit ausgelöst wird. Diese Warnung können die Piloten erstens hören und zweitens bekommen sie in jedem Fall unter anderem auch eine rot gekennzeichnete sogenannte Master Warning, die Piloten nicht nur darauf hinweist, dass etwas gerade nicht stimmt, sondern auch darauf hinweist, dass sie jetzt möglichst sofort handeln müssen. Je nach Flugzeugtyp, Triebwerkstyp und Flugphase gibt es dann unterschiedliche Prozeduren, die von den Piloten durchgeführt werden, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Und diese Prozeduren können entweder erfolgreich sein, heißt man kann das Feuer löschen,
oder sie sind nicht erfolgreich und das Feuer brennt weiter. In jedem Fall wird am nächsten verfügbaren und passenden Flughafen gelandet und wenn man dort ankommt, kümmert sich im Idealfall sofort die Feuerwehr um das Problem. Dazu noch ein ganz wichtiger Punkt: Solange das Feuer draußen ist und draußen bleibt, bleiben die Passagiere im Idealfall drin, im Flugzeug. Eine sofortige, chaotische Evakuierung über die Notrutschen des Flugzeuges raus zu einem brennenden Triebwerk, wo gerade die Feuerwehr zugange ist, ist meist nicht die beste Option, sondern man lässt die Passagiere dann im Flugzeug sitzen und lässt sie da draußen einfach ihren Job machen und dann ist das für alle Beteiligten deutlich sicherer. Ganz wichtig ist hier aber natürlich, dass es auch um Einzelfallentscheidungen und damit auch um gesunden Menschenverstand geht. Wenn die rechte Tragfläche lichterloh brennt und die Flammen schon die ganze Zeit an den Rumpf schlagen und gleich das ganze Flugzeug in Flammen steht, dann wird natürlich über die linke Seite des Fliegers evakuiert. Ein gutes Beispiel für einen solchen Vorfall ist der Brand einer Boeing 767 der American Airlines und das ist auch noch gar nicht so lange her. Da wurde das Flugzeug dann auch evakuiert. Aber das, was ich damit sagen wollte, ist, solange das Feuer außerhalb des Flugzeuges brennt, zum Beispiel, weil eben ein Triebwerk brennt und die Feuerwehr hat das unter Kontrolle, dann sollte man vielleicht lieber im Flugzeug bleiben. Dort wird nicht sofort evakuiert und das ist auch gut so. Ein Beispiel dafür, wieder mit einer Einzelfallentscheidung, die dann zu einer Evakuierung geführt hat, ist der Vorfall einer Boeing 777 der British Airways auf dem Flughafen von Las Vegas. Das Flugzeug beginnt den Startlauf, das Triebwerk fängt Feuer, das Flugzeug stoppt und die Leute bleiben erst einmal an Bord. Hier wird nicht chaotisch evakuiert. Hier wurde in diesem Fall dann trotzdem evakuiert, aber nachdem die Piloten die entsprechenden Items zu einem solchen Vorfall in unter 2 Minuten abgearbeitet hatten. Dazu gehört unter anderem das Abschalten der Triebwerke und das Abschießen der, ja, wenn es denn so lange brennt, 2 Löschbehältnisse an dem entsprechenden Triebwerk. Und vor allem aber evakuiert man, nachdem man sich mit Hilfe der draußen schon im Idealfall bereitstehenden Feuerwehr und oder mit der Kabinenbesatzung ein Bild von der Situation gemacht hat. Denn die Piloten sehen da vorne ja nicht, was da hinten abgeht. Und deswegen ist die Kabine und oder die Feuerwehr, das sind in diesem Fall die Augen und Ohren des Cockpits und können hier helfen, entsprechende Entscheidungen schnell zu treffen. Die Menschen, die in dieser Situation also wichtige Informationen für das Cockpit haben, müssen diese kommunizieren und dann wird eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die in einem solchen Fall über Leben und Tod entscheiden kann. Und für diese Verantwortung bekommen die Leute da vorne auch so viel Geld. So und vor allem nur so kann die Evakuierung eines Flugzeuges in einem halbwegs kontrollierbaren Zustand über die Bühne gehen. Und das kann sehr wichtig werden. Denn ein anderes eindrucksvolles Beispiel für das eben genannte zu verhindernde Chaos ist der Unfall einer Asiana 777 in San Francisco. Es ist natürlich eine völlig andere Situation. Das Flugzeug hat hier eine Bruchlandung hingelegt und war ziemlich zerstört danach. Ein Chaos kann man hier also gar nicht verhindern. Die Evakuierung des Fliegers wurde hier durch die Kabinencrew eingeleitet und einfach dadurch, dass ein Riesenloch hinten in der Kabine war. In Anbetracht der Tatsache, dass das Flugzeug kurz danach brannte, natürlich die absolut richtige Entscheidung, hier sofort zu evakuieren, aber es entstand das eben angesprochene Chaos. Hier starb eine Person, weil sie überfahren wurde. So viel also erst einmal dazu. Damit wollte ich eigentlich nur deutlich machen, dass ein Feuer außerhalb der Flugzeugkabine, zum Beispiel eben ein Triebwerksbrand, durchaus eine kontrollierbare Situation sein kann. Und dass eine Evakuierung, eine sofortige Evakuierung, hier nicht immer die richtige Entscheidung sein muss. Deutlich gefährlicher ist ein Feuer in der Flugzeugkabine, vor allem wenn sich das Flugzeug zu diesem Zeitpunkt noch in der Luft befindet. Auch hier gibt es wahnsinnig viele Beispiele aus der Vergangenheit, die wirklich sehr eindrucksvoll sind. Zum Beispiel Varikflug 820, eine Boeing 707 im Jahre 1973, kurz vor der Landung in Paris. Es gab auf diesem Flug 40 Kilometer vom Flughafen entfernt ein Feuer in der hinteren rechten Bordtoilette. Wahrscheinlich verursacht durch eine weggeworfene Zigarette. Und jetzt wird es sehr interessant, jetzt müsst ihr aufpassen. 14.48 Uhr, Ortszeit, hat man das Feuer entdeckt und sofort einen Notruf abgesetzt. Man wollte das Flugzeug so schnell wie möglich an den Boden bringen. Die Flugbegleiter fangen sofort an, das Feuer mit ihren Handfeuerlöschern zu bekämpfen. Aber sie können den Brandherd nicht lokalisieren, weil der Rauch einfach zu dicht ist und sie kommen da nicht an oder wie auch immer. Auf jeden Fall bekommen sie es nicht hin, das Feuer unter Kontrolle zu kriegen. 3 Minuten später war die Kabine voll mit Rauch. Mit Rauch, der sich mittlerweile auch ins Cockpit vorgearbeitet hatte und die Piloten konnten kurz danach ihre Instrumente nicht mehr ablesen. Der Kapitän landete die Maschine um 15.03 Uhr, also 5 Minuten, was echt nicht viel Zeit ist. 5 Minuten nachdem man den Brand entdeckt hatte, landete er das Flugzeug auf einem Feld und das funktionierte auch nur, weil er seinen Kopf aus dem geöffneten Fenster, aus dem geöffneten Cockpitfenster rausstreckte und nur so einen Blick nach draußen hatte. Das Flugzeug zerlegte sich bei dieser Bruchlandung, der Rumpf blieb aber einigermaßen intakt und die beiden Piloten sowie 8 Flugbegleiter überlebten das Ganze. Von den 124 Passagieren an Bord überlebte nur ein einziger. Man geht davon aus, dass nahezu alle Personen, die an diesem Tag in dieser Flugzeugröhre gestorben sind, dass die fast alle durch Brandgase starben, vor allem durch Kohlenmonoxid,
wodurch sie dann einfach erstickt sind. Ziemlich krass, oder? Wenn man darüber nachdenkt, was da in 5 Minuten passiert ist. Tja, und nach diesem Vorfall wurden fast alle Materialien im Flugzeug so feuerfest wie möglich gemacht, so wie man das eben hinbekommen hat. Aber Swiss Air Flug 111, der zeigte dann im Jahre 1998, und das ist gar nicht mal so lange her, dass eben doch nicht alle Materialien im Flugzeug wirklich feuerfest sind, denn auch das Flugzeug stürzte aufgrund eines Feuers ab. Auch hier bei diesem Vorfall fing alles mit einem gewissen Geruch und etwas später dann mit Rauch im Cockpit an, um so mal den Kreis zu dem Vorfall gestern in Hamburg zu schließen. 18 Minuten, nachdem man im Cockpit Rauch entdeckt hatte, stürzte das Flugzeug mit 229 Menschen an Bord ins Meer. Und das hat keiner überlebt. Und jetzt muss man sich ja nun mal überlegen, wie lange es vielleicht aus 39.000, 40.000 Fuß dauert, zum nächsten passenden Ausweichflughafen zu sinken und dort zu landen. Das mit einem Feuer an Bord, das in unter 20 Minuten zu schaffen, ist, glaube ich, ein sehr sportlicher Plan. Und im schlimmsten Fall reicht das dann einfach nicht. Gerade aus diesem Grund gilt heute Rauchverbot in Flugzeugen. Und Abfalleimer in der Toilette sind aus Metall, haben darüber einen automatisch auslösenden Feuerlöscher. Die Besatzung an Bord hat Handfeuerlöscher zur Verfügung. Dazu Rauchschutzhauben, damit man überhaupt erst in die Nähe des Feuers kommt. Die Piloten im Cockpit haben sogenannte Quick-Donning-Masken, die sie aufsetzen und die dann ihr ganzes Gesicht bedecken, und im Ernstfall können sie dort Sauerstoff unter Druck einatmen. Und so kommt da kein Rauch rein und es ist halt eben kein Gemisch, was sie einatmen. So ist das nämlich bei den Sauerstoffmasken, die die Passagiere oder die Flugbegleiter aufhaben. Es gibt an Bord Schutzhandschuhe zur Feuerbekämpfung und man baut alles, sofern es möglich ist, aus nahezu feuerfesten Materialien. Man trifft also Vorsichtsmaßnahmen und nichtsdestotrotz kann Feuer an Bord eines Flugzeuges sehr schnell sehr böse werden. Und genau deswegen, aus den eben genannten Gründen und weil man aus den Vorfällen, die ich eben nur kurz angerissen habe, weil man daraus lernen wollte. Deswegen ist man heutzutage so pingelig mit den sogenannten Smoke-and-Smell-Vorfällen. Das gestern war so ein Vorfall und deswegen wurde dort auch so schnell gehandelt und auch in einem so großen Ausmaße. Feuer an Bord kann man nämlich echt nicht gebrauchen und das kann echt sehr, sehr gefährlich werden. Tja, soviel also dazu. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat jetzt nicht jeder Flugangst. Müsst ihr nicht haben. Ist immer noch das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Freue mich sehr auf eure Kommentare. Und bis morgen und tschüss.